Ich freue mich drauf, Alter. Optisch hast du dich aber halt echt krass schnell verändert in den letzten 2 Jahren. Ich habe mich schon krass verändert, ja. Das stimmt schon. Huch. Ich schau mal ganz kurz. Flo, der Flo. Ich hab Bock, mal, ich hab ganz kurz Bock, in ein Video reinzuschauen von genau zwei, von vor 2 Jahren. Also ist das Video 2 Jahre alt? Das Video ist 2 Jahre alt. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu. Da hört ihr schon was, Freunde. Holy fuck, das ist. Aber das ist nicht ganz. Ah, das ist ungefähr 2 Jahre alt. Das ist fast. Ich suche eins raus, was genau 2 Jahre alt ist, okay? Was genau 2 Jahre oder so ziemlich genau 2 Jahre alt ist. Was geht ab? Das. Das ist ungefähr 2 Jahre alt, Freunde. Das bin ich von vor 2 Jahren gewesen. Es ist jetzt auch nicht so ein krasser Unterschied. Digga, ihr seht den Bizeps nicht. Look at that Bizeps. Hä? Was habe ich denn so ein Bizeps? Okay. Bin ein bisschen enttäuscht. Ach, ich könnte gar nicht sehen, weil meine Facecam ist. Aber das bin ich von vor 2 Jahren. Kann man den Unterschied sehen? Habe ich mich im Großbild hier noch? Wir haben Eine den Sekunde. zweiten. So. Das ist meine Vergangenheit, Freunde. Ich finde, der Unterschied ist gar nicht so groß. Es ist halt nur die Brille. Und okay, der Bart, alright. Aber an sich, es ist nicht so ein großer Unterschied, finde ich. Die Nase ist dieselbe. Der Typ ist derselbe. Ist nicht so ein großer Unterschied, finde ich. Die Brille hatte ich echt hops genommen. Warte, ich kann ganz kurz, Freunde. Ich kann die Brille nochmal aufsetzen. Wollte ich nochmal. Ich habe die Brille hier, Digga. Ich kann die Brille nochmal aufsetzen, ganz kurz, Freunde. Eine Sekunde. Ich habe die Brille lange nicht mehr aufgehabt. Habe ich sie in einem Video irgendwann mal aufgehabt wieder? Ich glaube nicht, Freunde. Ich glaube nicht. Also ich bin jetzt komplett blind, weil ich halt Kontaktlinsen und Brille jetzt drauf habe. Deswegen ist Vorteil für mich, ich sehe nicht, wie es jetzt aussieht. Sie ist halt zu klein und sie ist sehr schief. Sie ist sehr schief für mein Gesicht. Deswegen kann ich das nicht sehen, ich kann es echt nicht einschätzen, wie ich aussehe. Ich sehe wirklich mit Brille auf. Nee, ich wollte gerade sagen, ist gar nicht so schlimm, wie ich denke, aber es ist, glaube ich, noch viel schlimmer, als ich gerade denke. Ja, das wird als Highlight auf jeden Fall hochgeladen. Auf einmal 14 ist halt Real Talk so, Alter. Auf einmal 8 Jahre jünger. Huch. Ich finde, du schaust heute aus wie ein Schauspieler. Damals wie Max in der zweiten Reihe vorne links am Pult. Real Talk, Alter. Ich erkläre es immer so: Früher sah ich aus wie ein Informatikstudent, so, der 3 Klassen geskippt hat und 16 ist. Und heute sehe ich aus wie der Typ, der den Informatikstudent auf dem Nachhauseweg verprügelt. So ungefähr. Sieht es ein bisschen aus, finde ich. Aber gut. Naja, was soll man machen, Freunde? Was soll man machen, ja? Ich will nur sagen, es gibt für jeden Hoffnung. Wenn ihr auch denkt, dass ihr nicht so gut ausseht, es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer, egal wie schlimm der Fall, und bei mir war der Fall sehr schlimm, egal wie schlimm der Fall ist, es gibt immer ein bisschen Hoffnung, Freunde. Glaubt an euch und kauft euch Kontaktlinsen. Das ist schon mal, kauft euch Kontaktlinsen, das ist schon mal ein großer, ja, Tipp.